Wow, das nennt sich Hilfe. Oh, wo bist du denn gelandet? Du bist ja mitten im Desaster hier. Ja, ich habe schon einen großen Ticken weggemacht. Jo. So. Was das? Können wir da gehen? Ja, wir müssen ja noch. Achso, den Axelrads Hof. Ja, ich sag dir, was passiert. Dann kommt wieder eine Animation, die Axelrad quasi wieder wegrennt. Und Und das dann. macht er fünfmal? Genau. Also ich will ja nicht lästern, aber es ist halt echt, ich weiß nicht, entweder haben wir echt versehentlich was falsch gemacht. Also. Oder das Spiel ist echt leicht. Ich meine, ich möchte nochmal für die Zuschauer betonen, wir spielen auch sehr schwer. Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad, den es gerade gibt. Ja, ich nehme mal ganz stark an, wahrscheinlich wird das dann schon mit den Chaos-Dingern irgendwann schon mal noch schwer. Aber es wäre halt schön, wenn man halt ein glitzekleines bisschen Herausforderung auch beim Durchspielen schon hätte. Ich meine, das ist ja fast wie im Kino gerade. Ja, nur Popcorn dies. und ab geht's. Was wollt denn ihr jetzt hier? Ihr kleinen Pissmarten, ey. So, ach, da bist du schon abgebogen. Was? Da bist du. Ja, ich hab gedacht, komm, Ah, der Kiste auf der Spur. ich grill Wie mal eine immer. Runde. Oh, ich glaube, da war was Rotes dabei. Ich werf einen Blick drauf. Oh ja, ist sogar echt. Oh, Alter! Nein, so spektakulär ist es nicht, aber ich wollte dich mal schocken. Du kannst mich doch sowieso nicht schocken, weil alles, was du machst, weißt du, ob du jetzt da die Viecher in einer halben Sekunde oder in 0,45 Sekunden zerlegst, das ist ja eigentlich. Sagen wir. Sagen wir so, das, was ich jetzt hab, macht mich wieder ein bisschen stärker. Okay. Ich verspreche dir, wenn wir wieder irgendwie so einen Zwischengegner haben, du darfst draufkloppen, okay? Ich mach vorher nichts. Soll ich doch vor die Dellen in die Karosserie hauen, ja? Erst wenn du sagst, okay, greif an, dann werde ich das tun. Ich fühle mich wie so ein kleiner Azubi, ja? So, hier, mach mal. Ja? Wenn du nicht weiterkommst, dann sag's Bescheid. Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Moment, ich komme. Was ist denn hier los? Achso, das ist ein Gegner! Ich dachte gerade, warum bist du so groß? Oh, warte mal, da Und vorne ist dachte echt, ey, Gegner. geile Rüstung, aber. Ja, ist okay, komm. Jetzt ist aber mal Feierabend. Jetzt hast Du du hattest genug. deine Chance. Du hast jetzt spielen können, jetzt gehst du ins Bett. Ja, blöd ist halt, wenn die stehen bleiben, dann haben sie echt verloren, ne? Wenn die immer in Bewegung wären, dann hätten wir ehrlich echt ein Problem, die zu treffen. Was ist denn das jetzt hier? So. Laufen wir nach. Ach komm. Was? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wenn wir runterlaufen, laufen wir im Kreis, oder? Kann es sein? Ja. Ich folge dir mal. Du bist der weiße Magier, der Wegbereiter, der Führer. Das wird schon hinhauen. Was auch immer das war. Das war Nemo 2. Hui, wie die alle runterputzeln. Hi Freunde. Ich warte ja immer noch auf den Waldzauber. Ja, den gibt's leider nicht. Das wäre aber so richtig schön und cool. Ja, laufen wir mal schweren Herzens weiter, ne? Ich glaube, ich skill irgendwann auf Oh, Staubzwerg um. ich hab Angst, ich hab Angst. Du darfst erst. Sag Bescheid, wenn Na ich darf. gut. Ich hack schon drauf rum. Ja, komm. Fang an.
Ja? Ja, sorry, alle Mann. Oh Gott, ich stehe schon wieder in der. Scheiße. Oh, da ist was Rotes. Also ich krieg das doch echt schon, ja. Primär, glaube ich, von den Gegnern. Hab ich. Lass mich raten. Das nächste Let's Play wird wahrscheinlich Diablo werden, weil du jetzt das so. Nee. Nein, nein? Ich bin kein Diablo-Typ. Ne? Aber, irgendwann demnächst kommt doch, hallo? Hallo? Diablo Immortal? Auf dem Handy? Ja, stimmt. Wie? Ist ja immer noch nicht draußen? Das haben die doch vor Jahren angekündigt. Ja, ich glaube, die Beta-Phase war da irgendwann mal. Aber. Also jetzt kürzlich. Keine Ahnung, ist es auch irgendwann so. Zum Zeitpunkt jetzt, wo wir aufnehmen, ist, glaube ich, demnächst irgendwann diese BlizzCon online. Und da wollen sie, glaube ich, wieder ein bisschen was zu erzählen. Und dann, ja, können wir ja, wir können ja Diablo Immortal Let's Playen, hallo? Natürlich. Elf, I swear it before Almighty Zinch. Your agonies will last for a thousand years. Na komm, dreh dich um und verzieh dich. Komm, was willst du denn jetzt? Nein. Verzieht sich nicht. Der steht noch da. Axelrath! Der Axelrath geht gar nicht weg! Was ist da? Wieso macht denn der so Strahlen? Keine Ahnung, was er da treibt. Jetzt hau der ab, du! Ach komm, ich treffe nicht. Ja, jedes Mal, wenn ich dran bin, verzieht er sich noch. Ja, das ist das Problem jetzt, genau. Ding! Hammer time! So, der heilt jetzt. Sich doch, der heilt sich doch. Ist egal, wenn er steht, steht er. Du meinst, wenn er steht, fällt er. Ja, jetzt hat er verloren. Wenn er stehen bleibt, ist er fällig. Und tot. Oh, rot, 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 rot. Da war was Rotes. Das war's. Das war aber nicht der Endboss, oder? Ich hab keine Ahnung. Also das wäre sehr unspektakulär gewesen, wenn das jetzt der Endboss gewesen wäre. Ja, Leute, wir sind fertig. Auf Wiedersehen. Ciao, alles gut. Moment, was habe ich denn da bekommen? Berganhänger. Beutequalität. Ach, egal, wird reingenommen. Ach, das ist schon mein zweiter roter Anhänger. Und dann, dann nicht. Bist du schon zurück? Ja, ich guck gerade, was ich hier so Neues hab, aber. Sieht jetzt etwas mauig aus. Oh. Ich bin sprechbereit. Wie, jetzt bist du. Bist du doch glatt an mir vorbeigeschlupft, oder was? Na gut. Das war ein worthy of legend. Natürlich. Axelrath ist no more. Ach so, jetzt kommt noch was, der Vorbote. Ah, natürlich. Klar, wir haben ja auch diese Magierin noch gar nicht zur Strecke gebracht. Erstmal zugerotzt mit Level. Ach, jetzt verpieselt er sich wieder. Es ist das nicht Fertigkeitspunkte? Wie, jetzt haben wir nochmal Fertigkeitspunkte gekriegt? Ich verkäfe erstmal das ganze Gerutschte. Sorry, ich verschenke. Verstehe ich nicht. Ich habe angeblich Fähigkeitspunkte bekommen, aber eigentlich. Nö, eigentlich habe ich keine. Ja. Na dann, Altkleidersammlung. Ja, warte mal, ich guck mal, ob da was Neues irgendwo ist, aber. Ja, super, das bringt halt nichts, weil ich es halt ausrüsten kann. Ah, doch, da ist was Neues. Was sind das? Älteste Schriften. Du hast Zugriff auf alte Handschriften, in denen die Schwächen deiner Feinde aufgedeckt werden. Was? Was? Fein, das ist ja geil. Feindliche Champions richten weniger Schaden an, nehmen selbst aber mehr Schaden. Oh, Legendärrang. Hast du das schon? Man kann mit Legendär. Ach, es gibt Legendär Sachen, die man noch skillen kann. Hä, wo? Geh mal auf oben auf Status und dann hast du unten rechts Legendärrang. Status? Oh, wo kommt der her? Ach komm, nein. Echt jetzt? Verfügbare Punkte 27. Na gut, dann machen wir uns auch mal ein bisschen mächtiger, ne? Was ist eine legendäre Wut? Das ist.
Ich packe jetzt einfach mal überall was rein. Ich möchte jetzt mal überall was haben. Ja, das sind Prozentsätze. Ich würde mich auf eins konzentrieren, damit das, dass mir die Chance erhöht wird. Tue ich doch, aber von verschiedenen Sachen. Egal. Ey, es ist doch völlig egal. Ich meine, wir sind eh schon komplett overpowered. Ich möchte einfach so ein richtiger Blinke-Zwerg werden jetzt. Jetzt kann ich legendäre Heilung, legendäre Bestrafung. Weißt du, ich kann jetzt so richtig im SM-Keller anfangen. Legendäre Vernichtung, legendäre Ausdauer, legendäre Verstärkung und legendäre Wut. Ich bin legendär. Das ist ein Witz. Ach du Scheiße. Okay, pass auf. Pass auf. So, jetzt machen wir nur noch. Was ist denn jetzt kaputt? Ah, ich hatte gerade einen kleinen Bug. Achso, Gegenstand segnen könnte ich ja auch noch, ne? Ach, das mache ich schon lange nicht mehr. Obwohl, ich benutze die ganze Zeit den Zauberstab, ne? Ich glaube, besser wird's nochmal. Wie ging das nochmal? Ach, da. Die legendären kann man gar nicht segnen. What? Ich kann doch nichts machen. Ach doch. Okay, ja, gut. Wie denn? Ja, du musst unten draufklicken dann. Habe ich, aber da passiert nichts. Was sind denn diese Dreiecke da eigentlich dafür? Hä, ich kann da nichts ausrüsten, ne? Doch. Nee. Du musst einfach das Zeug da reinziehen. Danke für den Tipp. Bitteschön. Ich kann nur nichts machen. So, was ist das denn? Das habe ich ja noch gar nicht. Ach, was sind denn diese großen Dinger? Und wann? Achso, ach, ich muss es. Ach, ich Idiot. Da merkt man, ich habe es noch gar nicht gemacht. Ach komm, alles voll. Ui! Bestimmt. 18. Was macht denn. Sehe ich irgendwas, was die einzelnen Kristalle machen? Nee, ich habe keine Ahnung, was das macht. Ach so, kann ich jetzt wieder rausnehmen? Nee. Aber. Scheinbar gibt es da noch diese Zwischenverbindungen, die sich sperren, wenn du da immer die gleichen reinpackst. So, ich packe einfach mal von allen Farben was rein hier. So, mal gucken, was es gibt. Ach so. Ah, okay. Ich gehe nur auf Schaden, habe ich gesagt. Wie geht man nur auf Schaden? Rot ist, glaube ich, nur Schaden. Ja, rot erhöht die Prozentchance und alles. Ach, das sieht man. Ach so, das sieht man ja. Okay, Rüstung. Ach so, okay, alles klar. Was macht gelb? Ach, gelb macht kritischer Schaden. Rot macht Schaden. Ich mache jetzt 29,4% mehr Schaden. Hihihi. Wollen wir das machen? Ja, das machen wir. So, den Ring noch. Dann habe ich alles Rote mal gepimpt. Okay, was... Hä? Ich kann noch mehr reinstopfen, oder was? Krass, du kannst danach noch mehr reinmachen. Wie noch mehr? Ja, das geht weiter. Oh, jetzt macht er Minus. Was? Ne, Moment, zurück. Hä? Das kapiere ich jetzt nicht. Dieser Gegenstand wurde bereits gesegnet. Du kannst ein neues Opfer darbieten, um die vorhandenen Segnungen zu ersetzen. Ah, okay, ja, okay. Nee, das lasse ich mal. Ich habe jetzt einfach nur alles Rote gesegnet. Das ist gut. So. Ja, warte, ich gehe so stumpf auf Schaden jetzt. La 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 la. Ich meine, du möchtest das Chaos nicht nur besiegen, sondern du möchtest das Chaos quasi auch komplett auslöschen, ne? Jetzt wird's vernichtet, ja. So, was war ein Gelb? Kritische Trefferchance und Schaden. Ja, dann gehe ich jetzt nur noch auf kritische Trefferchance. Ja, schön. Okay, es tut mir leid, es dauert noch kurz. Aber jetzt machen wir es richtig weg. Aber was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, was sind denn diese Zwischenverbindungen dazu? Die sperren sich, wenn du immer nur dasselbe reinpackst. Aber ja, was damit passiert, wenn man das nicht macht? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja so eine Art Sockelbonus oder sowas. Wenn man verschiedene Farben nimmt. Das ja, kann sein. Verschiedene Farben reingemacht.
Ich sag ja, ich bastel mir jetzt einen absoluten Kampfmagier. Oh shit, das geht nicht. Nein, das geht nicht auf. Na ja, gut, dann machen wir. Hallo? Rüstung. Lass uns mal weitermachen hier. Unsere Fans, die möchten was sehen hier. Ja, sofort. Moment, ich arbeite dran. Es war das Letzte, was ich mache, versprochen. So. Hat Gargamel auch gesagt. 500 Folgen später hat er immer noch keine Schlümpfe. So, wir sind fertig. Gut. There is no time to lose. Magnus is growing weaker by the moment. We must storm the fortress of Tzeentch before it's too late. I've arranged for the portal to deliver you to the foot of the Harbinger's Tower in the fortress of Tzeentch. From there, you must fight your way to the Harbinger's Sanctum at the top. What about the witch hunter? He could still be alive, couldn't he? There's no time for that now. The fate of the Empire is at stake. Yes, I know. But we can't just leave him there. Do you think he would do the same for you? Vos? Not a chance. Doesn't make a difference, though, does it? No, I suppose not. Do as your conscience dictates, Braggy Axebiter. I cannot say what you will find once you are inside the tower. But I can say this. If the Harbinger hasn't killed Vos by now, I suspect he wishes he were dead. Then I'll give his regards to the Harbinger. Nun gut. Ja, da werden wir wahrscheinlich gegen ihn kämpfen müssen, weil er manipuliert worden ist wahrscheinlich, ne? So ungefähr. So, ich bin gespannt. Ups. Flatsch. Ja, Flatsch. Was ist das denn, Alter? Ritter ist geschmolzen. Er ist eins mit seiner Rüstung. Aber hallo. Was ist denn hier? Das ist ein Obelisk. Ich würde mal schätzen, der Obelisk spielt noch eine Rolle. So, tja, das war's. Ja, dann müssen wir da jetzt zur Spitze. Oh, warte, da liegt noch was für mich. Sehe ich gerade. Huch. Oh, ich krieg keine Wut. Das macht mich richtig wütend. Das tut mir leid. Oh, was bist du? Hallo, ein Ritter. Wie war das? Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie? Ah, wieso kommt mir gerade das Lied Murder on the Dance Floor in den Kopf? Sag mal, kann es sein, dass es die gleiche Burg ist, die wir auch haben? Ja. Also die Architekten da, die sind ja völlig Noobs. Die machen ja alle das Gleiche. Du weißt doch, wie das... Warte mal, liegt da noch? Nee. Okay. Du weißt doch, wie das ist. Da kommt der Architekt, wirft so ein paar Referenzen auf den Tisch und dann sagt der Auftraggeber, das da. Ja, wahrscheinlich. Britzel, kleiner Stern. Ach, wie habe ich dich so gern. Ich warte hier oben schon mal, ne? Hallo, du musst ich rein? Ich hab noch... Achso, du bist schon drin? Nein, du musst auf... Hallo... Warten auf andere Spieler. Ach so, ich muss bereit drücken. Ja, bereit. You. Hey, was? Alter Kumpel. Ja, glaube ich nicht, alter Kumpel, ne? How is this possible? You said he couldn't follow us. Wir haben's gesagt, das ist der Verräter. I never thought he'd risk the realm of chaos, much less challenge Axarath.
An diesem Zwerg steckt mehr, als das menschliche Auge vermuten würde. This is all because of Teclis. I told you he would be trouble. But Teclis isn't here, is he? Brother, you fret like an old fishwife. Everything is under control. Brother, but Skraeling said... Skraeling knew me as Helspeth Bale. But once upon a time, my name was Helspeth Voss. Ach, das wird immer besser. And I was a merchant's daughter in Nome. In those days, I wanted to be a scholar. But the university did not accept women. So, I chose a different path. And I was a very attentive student. Das passiert, wenn man Frauen unterdrückt. I grew powerful and careless. It was only a matter of time before the witch hunters took notice. And who should catch me but my very own brother? Oh, if you could have seen the look on his face. That's enough. He knew he couldn't arrest me, not without bringing suspicion onto the entire family. It would have ruined his precious ambitions. I said that's enough! My brother craves nothing so much as power, you see. That's why I knew he would agree to my plan. And what is his reward for helping you take command of the Horde? Her? She doesn't want to lead the Horde. I'd rather rule from the shadows. Let someone else assume all the risks. So you mean to kill Magnus and put your brother on the throne? Don't be ridiculous. Magnus isn't going to die. He's the key to the entire plan. Once the spell has run its course, Magnus will rise again. It will be seen as a miracle, a sign of divine grace. The Elector Counts will rush to proclaim him Emperor, never suspecting that his soul belongs to me. I will rule through Magnus, and the Empire will be plunged into a new age of horror and despair. So you see, I do not need a Horde to conquer the old world. I just need one man. No, that's not right. You said I would be the next Chaos Lord. That was the point of stealing the relics. The Horde was to be mine. That wasn't what I said, brother. That was what you chose to hear. You lied to me! Brother, I am the champion of the Dark Gods. Das geht hier ab wie Anakin Skywalker. And mine alone. So, was ist jetzt? Achso. Wie erhaut sie? You witless fool! I'll show you power! Können wir nicht einfach beide umbringen? Können die sich nicht einfach gegenseitig umhauen? Wo stehe ich eigentlich? Oh, Hallöchen! Ah. Zwei zum Preis von einem. Hm, wunderbar. Oh. Oh komm, jetzt kann die schon wieder teleportieren. Mein Gott. Ich treffe den glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Also ich treffe ihn. Aber Schaden kann der auch nicht irgendwie gerade. Jetzt habe ich die Fresse aufgemacht und jetzt... So, jetzt haben wir hier Action! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Ach. Das ist doch nicht der Ernst, ey. Ich will. Action! Action! Oh nein. Es so. Tut mir so leid. Das ist doch echt nicht dein Ernst, ey. Loot gibt's. Ja, komm, pack dein Loot ein. Alter Schwede! Ich hab noch nie so schnell beim Endboss die Energieleiste fallen sehen. Das ist ja nur noch weggebrutzelt. Die arme Sau. Okay, wir sind fertig. Oh, das ist verflucht. Aha. Ja. Oh mein Gott, was war denn das jetzt? Wunderbar. Das erste Mal habe ich gar nicht gerafft, dass der da hinten steht, habe was anderes angegriffen, bis ich gerafft, ach, der steht nicht mehr da hinten. Ja, dann hauen wir mal die Zauber rein.
Ja, ich hab dann auch so gedacht, Mensch, geht ja ein bisschen was weg hier bei mir, ja, und dann steht er auf deiner Position, dann sehe ich nur so, leuchte, 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 und dann war so, und dann geht's, und dann sagst du nur so, oh, was ist denn da los, und dann geht's so, Britz! Wow, das war ein schneller Endkampf. Was okay. Ist eigentlich mit der Dande los hier, die dürfen wir gar nicht angreifen, oder was? Ja, ist mir egal, ich geh jetzt zurück. Och. The curse had been broken. Wir haben es geschafft. Free from the corrupting touch of chaos, Magnus recovered quickly, thanks to the work of Teclis and the Sigmarite priests. Not long after, the Elector Counts gathered in Nuln to proclaim Magnus as their emperor. The great war against chaos was over, and the Empire of Man had been restored. A great victory had been won, and for the moment, the old world was safe. And so, when Teclis's companions chose to return to Ulthuan, the High Loremaster asked if you wished to join them. Here at last was the moment you had waited for. The Tower of Hoeth beckoned, but you could not bring yourself to go. The struggle for the Empire had only just begun. Though Helspeth Bale was dead, there were other enemies. Ey! Bei mir ist einfach gebrochen. Nee, ich hab gar nichts gedrückt. Was ist jetzt kaputt? Achso. Aufgabenbelohnung. Goldbelohnung. Ja. Digga, hab ich voll Bock, jetzt gerade die Weltherrschaft an mich zu reißen. Expedition freigeschaltet. Boss Rush freigeschaltet. Ja, ist alles freigeschaltet, das ist schön, toll, juhu. So, du? Ja, was macht man jetzt? Keine Ahnung, jetzt ist eigentlich, Achso, wahrscheinlich, wenn wir die DLCs dann irgendwann spielen möchten, dann müssen wir erstmal das vom Menü aus aufrufen, nehme ich an. Ach so. Schätze ich jetzt fast. Ja. Ja. Aber jetzt mal so am Rande. Die haben da gerade bei mir so erzählt von wegen, ja, hier, man hätte die jetzt umgebracht und so, die Tante da. Aber die stand doch noch da? Ich glaube, die ist zur Steinsäule erstarrt, als sie gesehen hat, wie schnell wir den Bruder weggemacht haben. Ja, ich habe mir das mit der Weltherrschaft ein bisschen anders überlegt, ja. Ich war alles jetzt so gemeint, ich bin dann mal wieder weg, ja? Eieieiei, das war, Also gut, weg mit dem Scheck. Schön. Also wenn du mal Hilfe brauchst, ne? Ruf einfach den Magier. Er ist immer da. Er ist bereit. Er macht eine Armee alleine. Ach du Scheiße, ey. Das ist doch wirklich der... Ich hab dir gesagt, ich hab alles nur in Angriff reingesteckt. Gibt's da eigentlich so eine Gesamtstatistik, was der macht? Was der hat? Ach ja. Wie Statistik? Achso, Angriffsstatistik und Verteidigung. Also Schaden Standard macht er 15.000, Chance auf kritischen Treffer 20, kritischer Schaden 180% nochmal erhöht. Durchdringung 40, Zeitschaden 4.000, was auch immer das heißt. Bonusschaden gegen Champions 16%. Ja. Schließt sich bei mir alles ein bisschen besser eigentlich. Angriffsschaden 26.000. Bonusschaden gegen Champion 32%. Crit 15%. 245 kritische Schaden. Du hast Crit 15%. Ich habe 180%. Nein, kritischer Schaden oder Chance auf kritische Treffer? Kritischer Schaden 180%. Ja, da habe ich 245. Achso, okay. Ja, und Chance auf kritische Treffer ist oben drüber 15%. Da habe ich 20. Okay, du hast mehr Crit. Ja, komisch. Aber gut, dann soll es mal jetzt so gewesen sein, irgendwie. Ja, Credits gibt es scheinbar keine für die Hauptmission, ne? Na, scheinbar nicht. Na gut, dann würde ich sagen, wir haben die Welt gerettet. Wir haben alles gerettet. Und wir werden dann mal gucken, ob es weitergeht oder nicht. Das entscheiden wir mal kurzfristig, würde ich sagen. Genau, hatte ich auch gesagt. Also, ich weiß nicht, ob ich mit dir nochmal spielen will. Du kannst es ja alleine machen im Coop. Ja, jetzt schon.
Also es hat ja Spaß gemacht, aber es war ein Ticken zu leicht, glaube ich. Ja, ja, vielleicht sind die DLCs ja, haben sie was daraus gelernt. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Aber wir können ja mal. Wir können ja mal gucken, ob wir da noch reingucken. Oh, Chaos. Jetzt könnten wir bis Chaos 10 spielen. Ah. Ja gut, damit wäre ja dann zumindest mal eine Hürde oder ein Geschenk quasi aus der Welt geschafft. Ja, richtig. Also vielleicht könnten wir, wenn wir es spielen, die DLCs mal in einem erhöhten Schwierigkeitsgrad spielen. Damit die Bosse dann statt 3 Sekunden 4 Sekunden leben. Ich kann doch auch nichts dafür. Nö. Aber grundsätzlich hat schon Spaß gemacht. Die Story war sehr, 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 sehr durchschaubar. Also es war ja wirklich nicht der Rede wert, muss man leider sagen. Eigentlich, das Fantasy-Universum gibt so viel her und dann kommt immer so diese 0815-Abklatsch. Ja gut, ich meine, das ist bei so einem Hack'n'Slay ist auch die Geschichtserzählung meistens jetzt nicht so krass gut. Ja, aber warum? Ich meine, das kann man doch trotzdem machen. Ja, eigentlich schon, aber da gibt sich halt kaum eine Mühe dafür. Also, vor allem das, was mir aufgefallen ist, was mir am meisten auch wirklich angekotzt hat, die labern und labern und dann drehen sie sich fünfmal im Kreis und labern nochmal das Gleiche. Und ich mir denke, ach Freunde. Ja, erstens das, zweitens die Levels sind halt vor allem so anfänglich oder halt eigentlich bis zum Schluss, bis zur letzten Ebene, waren die ja sehr kurz. Ich meine, im Endeffekt war es einfach nur so ein Quickie rein, 5 Mobs umhauen, raus. Ja. Und es waren immer dieselben Karten, meist quasi immer im selben Kreis gerannt. Ja, und die Mobs waren, wie du schon gesagt hast, einfach viel zu leicht. Also das war halt so ein bisschen wie Barbie Race and Ride. Ja, richtig. Naja. Na gut, hast du noch was zu sagen? Nee. Ich hoffe, die Batterie von deiner Taschenlampe geht irgendwann mal aus. Na gut. Dann wünsche ich jedem, der sich das angeguckt hat, einen schönen Tag. Und auch jeder, der sich das nicht angeguckt hat, einen schönen Tag. Wir sehen uns bestimmt zu einem nächsten Let's Play. Wir denken uns da wieder was Schönes aus. Und schaut auf unseren Kanal vorbei. Wir haben ganz viel anderen schönen Shit. Und viel Spaß damit. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Da bekomme ich direkt Lust, alles zu gucken, was wir haben. Ja, du hast auch die Ehre, die letzten Worte jetzt zu sagen. Magier sind blöd. Bis dann. Tschüss.